Ah, soweit ich gesehen habe, hängt hier noch einer. So, hing einer. Danke. Und ja, jetzt kann ich hier drüben mal kurz Licht machen. Also jetzt können wir die gesamte Werft, was wir jetzt alles dreimal gemacht haben teilweise, können wir jetzt ganz locker und lässig alles umgehen. Und ja, das musste ich hauptsächlich wirklich machen, nur um meine Waffe zu reparieren, die jetzt schon wieder fast kaputt ist. Also ja, die Niemandswerft ist kein netter Ort. Und hier sollten wir auch Acht geben. Das Schiff will ich erstmal nicht betreten. Nein, ich will mich erstmal durch diese... Ja, das sind Gefängniskrüge. Durchrollen ganz kurz. Und wir gucken, ob ich mit meiner Fackel noch irgendwo was anzünden kann. Also ja, da ist... Das Rufsymbol von Lucatil. Das brauche ich gar nicht anklicken. Das sieht man schon an ihrem netten Hut. Und hier ist noch ein Weg weiter. Zu einer Leuchtfackelhalterung. Und einem Mann, der da sitzt. Den will ich allerdings erstmal noch nicht ansprechen. Sondern ich will jetzt zum Leuchtfeuer zurück über die neue Abkürzung, die wir jetzt hier gemacht haben. Hier ist ein Geist. Bradley von der alten Garde. Oh, du siehst auch cool aus. Ja, wir können uns hier richtig die Zeit vertreiben in der Niemandswerft. Der Ort ist schön, weil er verwinkelt ist und es viele Abkürzungen gibt. Zu einem einzigen Leuchtfeuer, also richtig Dark Souls-mäßig. So, wir wollen die Scherbe. Aber bevor wir die Scherbe abgeben, will ich mal ganz kurz ins Stadtgebiet zurück. Die Mastodon-Helebarde kann weg. Habe ich sonst noch was? Ah ja, die Ritterrüstung. Ramponiertes Stoffgewand, Varega-Ärmel. Das kann alles nachher verkauft werden. So. Will ich erst einmal ins Dazwischen zurück. Dann kann ich euch das nämlich auch gleich mal schnell zeigen. So, wir sind wieder im Dazwischen. Und hier im Dazwischen war zum einen noch hier der da offen. Oh, da fällt mir ein, wir könnten es mal probieren, wir könnten es mal wagen. Mit einem Speer dürfte der nämlich nicht so schwer sein. Nämlich der Happy Hippo, der da rumwuselt, den ich euch bis jetzt sogar noch vorenthalten habe, weil ich euch nur seine Fußabdrücke gezeigt habe. Nämlich wir haben ja jetzt einen vier Estus-Flakor-Ladungen, also dürfte das gehen. Und ja, da ist er. Ja, er nimmt schon mal gut Schaden. Das Problem ist, ihn richtig zu timen. Wow, und vor diesem Angriff sollte man sich in Acht nehmen. Weil wenn der einen packt mit dem Angriff, dann ist man sowieso schon tot. Wow, er ist gleich tot. Ja, sehr schön. Er droppt erstmal einen Steinring. Der war eigentlich ganz nett. Was macht der nochmal? Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Also wir können Gegner leichter umnocken. Und er hat hier ein Goldharz beschützt. Ja, eigentlich wäre wahrscheinlich die Taktik gewesen, ihn wegzulocken, das Goldharz zu schnappen und ihn damit zu besiegen. Hier geht es nicht weiter. Und hier drüben geht der Fluss auch nur in den Wasserfall hinunter. Also, nee.
Todesfalle lassen wir mal gut sein. Und ja, hier ist die Abkürzung zu, also der Rundgang zu dem Haus der Feuerhüterin. Hallo. Still, do you wish? Nein, von vorne beginnen möchten wir nicht. Ich möchte jetzt, nachdem ich den besiegt habe, möchte ich gerne hier die Leiter hoch. Und ja, da hinten ist noch einer von der Sorte, aber zu dem kommen wir halt nur hin, wenn wir den Typen da entsteinern. Aber da wir keinen Duftzweig mehr haben, sondern unseren einzigen verbraten haben, heißt es hier... nee, hier wollte ich hin. Das ist komisch. Normalerweise reden die mit einem. Ablegen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Silky smooth. Und eine Titanitscholle. Normalerweise kommt dieser Text als erstes, wenn man zu diesem Nest kommt. Keine Ahnung, warum er dieses Mal nicht richtig getriggert wurde. Also jetzt schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war ganz am Anfang, als wir das erste Mal hierher kamen. Aber ja, das sind die neuen Handelkrähen in Dark Souls 2. Ähnlich wie Snuggly aus Dark Souls 1. Nur, dass wir hier halt zwei Unterschiede haben. Wie man gerade gesehen hat, ich habe... das versteinerte Etwas, was ich am Anfang ausgesucht habe als Startgegenstand, hier abgelegt und habe eine Titanitscholle dafür erhalten. Also man muss nicht mehr dieses blödsinnige Laden, Neustarten machen, sondern man legt ab und kriegt gleich das, was man kriegen sollte. Der zweite Unterschied ist, sie nehmen nicht mehr so viele Gegenstände entgegen. Sie nehmen nur glatte und seidige Sachen entgegen. Oder weiche und seidige Sachen. Ja. Schöner für euch. Und machen da so eine Art Lotterie daraus. Also es gibt vier Gegenstände, die man abgeben kann. Einmal Prismasteine, kleine glatte seidige Steine, normale glatte seidige Steine und diese versteinerten Etwas. Wobei die versteinerten Etwas die beste Chance darauf haben, gute Sachen rauszugeben. Prismasteine. Zum Beispiel... hier muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht aus Versehen auf Benutzen klicke. Prismasteine zum Beispiel geben meistens nur billige Sachen wie schwindende Seelen oder Lebenssteine. Oh, meine Titanitscherbe. Also ja, sie können auch mal was Besseres geben, aber bei Prismasteinen ist die Chance sehr gering. Bei kleinen glatten seidigen Steinen ist es etwas höher. Und halt bei versteinerten Etwas ist es am höchsten. Also das hier ist sozusagen die Rabenlotterie. Oder die Krähenlotterie. Sammeln wir mal ein. Okay, das gab nur einen Lebensstein. Fossiler Drachenknochen, das ist fast schon Jackpot. Blitzstein ist ganz okay. Lehmstein und ein Giftstein, ja. Also bei denen kann man die glattenseitigen Steine hauptsächlich gegen Titaniten tauschen. Oder gegen ein paar andere Sachen. Wie Seelen zum Beispiel, oder mal kommt ein Lehmstein bei raus. Aber man hat schon mal gesehen, bei denen jetzt, bei den kleinenseitigen Steinen sind bessere Sachen rausgekommen als bei den Prismasteinen. Dort haben wir ein paar schwindende Seelen bekommen. So, die können wir gleich mal verbraten. Und jetzt können wir endlich nach Machula zurückkehren mit 18.000 Seelen. Und können da unseren Flakon verstärken erstmal. Is that a shard you here to ja. See however. Wir haben eine Scherbe gefunden. Deswegen kommt ja der Scherbentext. Und haben unsere fünfte Ladung für den Estus-Flakon. Jetzt können wir noch aufsteigen.
Also, ihr habt 2 Punkte in Int. Und, ich mach mal jetzt 2 Punkte in Geschicklichkeit. Wenn Geschicklichkeit auf 20 ist, dann versuche ich Zauberei auf 10 zu kriegen, dass wir endlich mal einen Slot haben. So. Die 2010 bewahre ich mir diesmal auf. Die gehen nicht in Lebenssteine. Vor allem, weil wir so viele haben. Und jetzt geht es zum letzten Mal in die Niemandswerft. Ja, die Scherbe ist Estus Verkauf. Michelle. Ja, es gibt doch ein paar Spieler, die Dark Souls 2 spielen. Also wieder derselbe Weg bis zu dem Steg da vorne, wo wir die Brücke runtergelassen haben. So, weg mit dir. Das war ein nicht funktionierender Finisher. Leider. So, du bist auch tot. Naja, mit 5 Lacors kommen wir hier auch auf jeden Fall etwas besser durch. Weil vorhin sind mir ja einmal, wo ich so unvorsichtig war, die Flakons ausgegangen. Eisenpfeile. So, du musst noch weg. Du kannst gleich liegen bleiben. Du kannst weg. So. Der kann abstürzen. Und jetzt ist die Frage, werde ich hier getroffen? Nein. Sehr schön. Das heißt, wir können in Ruhe mit ihm hier reden. I sense power. Very well. From this day, you shall be my new pupil. Aha. I am Carillion. Carillion of the Fold. Surely you have heard the name. Nein, du sagst mir absolut nichts. Do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery. Ja. Bei ihm könnten wir eine Pyromantieflamme verstärken, wenn wir eine hätten. Wir könnten Gegenstände kaufen, also Magiersachen, wie den Zauberstab, den wir schon haben, weil wir ihn gefunden haben. Und Zauberringe. Und Zauberkräuter und ein Einfallspinselgewürz. Und Zaubereien. Also das hier ist der Lehrer für Magier. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. Mm-hmm. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Mm-hmm. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young pupil, there are no shortcuts to mastery. Ja. Also im Gegensatz zu der Magierin, zu der Klerikerin, die den Leuten einfach nur ihre Seelen abluchsen will, ist er hier mehr der alte, strenge Lehrer. Der aber auch ein bisschen arrogant ist, wie man gemerkt hat, als er sich vorgestellt hat. The forces of magic and it is a fitting place to, I suspect that I may, sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Auch wenn er hier zugibt, dass er auch noch nicht alles weiß. Das ist jedoch überheblich. Eines Tages werden seine Lehren mich retten.
Ja, gut. Als nächstes werden wir ihn hier los. So, kriegen nochmal einen von dem da oben. Reingebrezelt. Lukatil beschwöre ich jetzt noch nicht. Erst wenn ich die bis zum Bossraum alles gesäubert habe. Auf diesem Schiff. Na, hier ist nochmal ein Bogenschütze. Der ein Varega-Schwert wirbt. Wow. So. Und da hinten ist ein ziemlich bösartig aussehender Gegner mit einer dicken Helebarde.